Hallo und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen, ich habe wieder mal das alle Projekt hier missbraucht und es das heißt deswegen immer noch E-Mail, aber keine Sorge, es geht diesmal nicht um die E-Mails. Ich habe hier ein Input-Feld für den Text und habe hier ein Copy-to-Clipboard und ein Paste. So, dieses Copy-to-Clipboard soll diesen Text hier kopieren und das Paste soll ihn wieder einfügen. Zum Einfügen fällt mir gerade auf, könnten wir statt dass wir einfach diese Eingabe hier oben benutzen, einfach dieses Textfeld hier unten benutzen, das ich gerade kreiert habe. Und das hat die ID TextView. Ja, und die beiden Funktionen, die aufgerufen werden, ist einmal Send für Copy to Clipboard und Paste für Paste, logischerweise. Und ja, ups. Da bin ich wohl drauf gekommen, wo ich nicht drauf wollte. Da wollte ich hin. So. Ach so, ihr seht das gar nicht mit der TextView. Ist aber nicht so wild. Es geht hauptsächlich hier drum. Genau. So. Okay, also. Ich habe hier die beiden Funktionen und möchte jetzt zuerst nochmal mit euch die Send-Funktion machen. Und die Send-Funktion, die braucht natürlich diese Edit-Text-Box hier oben. Und die nennt sich, das sage ich euch, das könnt ihr nicht lesen, nennt sich Edit-Text. Deswegen holen wir uns hier erstmal einen Edit-Text, e gleich Edit-Text, FindView bei ID, r.id.edit-Text und den wollen wir jetzt natürlich auslesen. So, das tun wir, indem wir Folgendes tun. Nämlich einfach e.getText aufrufen und schon haben wir den Text zur Hand. Allerdings brauchen wir den als String, das wäre natürlich noch ein bisschen besser. So, String Input gleich. Okay. So, jetzt machen wir weiter und sagen, okay, wir brauchen erstmal unser Clipboard, denn an dieses Clipboard, das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie die Ablage, der Zwischenspeicher. Wenn man Steuerung C drückt, dann muss es ja auch irgendwo gespeichert werden und das Ding nennt sich Clipboard. So, und dieses Clipboard findet man unter Content, ich dachte, das Auto vervollständigt, Clipboard Manager, Clipboard. Und das bekommen wir, indem wir ganz einfach sagen, also das ist quasi der Typ hier, ich bin gerade irgendwie zu faul, den zu importieren, aber das könnten wir eigentlich auch machen. So, Android.Content.ClipboardManager und hier sagen wir einfach ClipboardManager, wir haben es ja gerade importiert. Dahin müssen wir es casten. Und der ClipboardManager findet sich, indem man einfach sagt this. Get System Service und das ganze Ding nennt sich this.clipboard service. Hier. So, und schon haben wir quasi unsere Zwischenablage geholt. Und jetzt können wir damit arbeiten, indem wir ganz einfach sagen, okay, wir speichern jetzt da rein, beziehungsweise wir schreiben rein. Das finden wir, indem wir ClipData importieren. Oh, das hat sogar direkt gefunden, cool. ClipData ist gleich ClipData.newPlainText. Man kann auch HTML reinspeichern, man kann auch einen Intent reinspeichern oder eine URI, aber ich würde einfach Plaintext machen. Daraus kann man dann ständig alles andere konvertieren irgendwie. Und jetzt können wir einfach den Input hier reinpacken. So. Und somit sind wir fast fertig. Jetzt haben wir nur noch das Problem hier, dass wir zweimal einen String brauchen. Und der erste ist sozusagen eine ID, so wie ihr das eigentlich aus R.ID kennt. Ja, sozusagen, wie ich später darauf zugreifen kann. Ich nenne es hier einfach mal Label, beziehungsweise nee, Input, denn wir wissen ja, was es ist. Und ja, somit haben wir schon fast alles, um diesen Text da reinzupacken. Jetzt wollen wir nur noch, dass der primäre sozusagen, also eure
eure Zwischenablage hat mehrere Fächer, wo man reinschreiben kann sozusagen. Und wenn ihr STRG V drückt und eure App bzw. euer Programm oder was auch immer, das funktioniert auf dem PC genauso, euer Programm unterstützt sich multiple Eingaben von der Zwischenablage, dann wird immer die erste genommen. Und das wollen wir natürlich haben. Also wir wollen ja den Text auch irgendwo anders hin kopieren können, falls irgendwie mal was kommt, wo wir das in eine andere App kopieren, zum Beispiel irgendwie zum Googlen oder sowas. Dann wollen wir, dass es gleich als erstes genommen wird. Und deswegen machen wir hier Set Primary Clip und packen den Clip da rein. Clip Data, genau. So. Ja, und dann sind wir hier schon fertig und können sozusagen an unsere Pinnwand bzw. an unsere Zwischenablage senden. So, das Lesen aus der Zwischenablage ist auch noch in diesem Tutorial, würde ich das auf jeden Fall noch machen. Das reicht auf jeden Fall. Ja, wir brauchen hier natürlich auch wieder den Clipboard Manager. Das funktioniert aber genau gleich wie hier oben. Deswegen würde ich den einfach mal hier kopieren. Und mit diesem Clipboard Manager, den müssen wir jetzt auslesen. So, und dazu brauchen wir den Content Resolver. Content Resolver. Nennen wir einfach Content Resolver, wird uns ja gleich vorgeschlagen. Also wenn man STRG Leertaste drückt, kleiner Tipp nochmal, dann wird einem auch manchmal eine Variable als Name vorgeschlagen oder sowas. Und da sagen wir einfach this.getContentResolver. Und über diesen Content Resolver können wir jetzt weiterarbeiten, nämlich sagen wir da einfach, wir wollen ja quasi die Clip-Data hier, die hier drin stand, wollen wir jetzt auslesen. Also das eventuell ist ja auch woanders her dieser Text kopiert worden. Vielleicht aus irgendeiner URL oder sowas. Und wir wollen den jetzt einfügen. Und ja, deswegen brauchen wir jetzt hier wieder Clip-Data. Clip-Data gleich Clipboard. Punkt. Und jetzt sagen wir hier get Primary Clip. Und wir müssen jetzt natürlich noch abfangen, falls nichts drin stand. Das wäre jetzt natürlich blöd, weil wir können es nicht auf... Ich weiß nicht, ob wir es setzen können. Wir können es ja mal probieren. Nein, Clip Data Data ungleich Null. Genau dann wollen wir diesen Textbox setzen. Und dann sagen wir Clip Data.item, nennen wir es einfach Item, ist gleich Clip Data.getItemAdd. Das sind nämlich, wie ich euch gerade vorhin schon erzählt habe, sind da eventuell mehrere Sachen drin. Hier könnt ihr dann auswählen, auf welches davon ihr zugreift. So, und wenn gar nichts drin ist, dann ist es natürlich null hier und dann haben wir ein Problem mit den Strings. Und wenn es nicht null ist, dann könnt ihr auf das nullte Item auf jeden Fall zugreifen, denn das ist ja auf jeden Fall da. Ihr könnt dann aber natürlich auch noch sagen Clip Data und dann schauen wir uns hier einfach die Methoden an. Wir können hier auch was hinzufügen noch natürlich. Ja, das Problem ist, dass wir halt keine Länge haben, das heißt wir müssen gucken und vielleicht über Try and Catch dadurch iterieren. Aber wir wollen einfach nur den primären rausfinden, das primäre Clip-Data-Item. Und ja, das haben wir jetzt. Deswegen sagen wir, okay. Wir sagen Item.getText und wollen das natürlich noch zuweisen. String S gleich Item.getText. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier eine Char-Sequence haben. Ja gut, dann packen wir das einfach in eine Char-Sequence. Das kommt ja quasi auf selbe raus. Okay, so, und jetzt können wir den ganzen Text setzen. Und zwar, wie habe ich gesagt, hieß das Ding, FindView by ID, R.ID. TextView hieß es, glaube ich. Punkt Set. Ach, das geht ja nicht, stimmt. Wir müssen es erst noch casten. Text View. Ach komm schon. So, Text View. Packen das in Klammern, damit wir auch die Methoden anwenden können. Und jetzt sagen wir Set Text und packen uns da S rein. So.
Und jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt können wir das Ganze schon fast laufen lassen. So, ich habe euch mal natürlich wieder pausiert. Ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, was einzugeben. Ich gebe jetzt einfach mal WASD ein und Copy to Clipboard. Und ihr merkt bitte, dass hier unten New Text steht. Wenn ich hier Paste drücke, dann steht hier WASD drin. Und ich habe tatsächlich das hier auf meine Zwischenablage kopiert und wieder eingefügt. Cool. Ja, das war's für dieses Mal auch schon. Irgendwie werden die Tutorials in letzter Zeit relativ kurz. Seltsam. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.